Hallo und grüß euch. Ich darf euch wieder mal aus dem wunderschönen Gröbming begrüßen. Ich zeige euch heute eine 63 Quadratmeter Wohnung in einem Vierparteienhaus und wir machen das Ganze im Zuge eines durchgehenden Rundganges. Das heißt, es folgt mir jetzt und ich erkläre ein bisschen. Wir kommen da gleich in den Eingangsbereich. Da ist zu meiner jetzigen Rechten eine Toilette. Die filmen wir nicht, die seht ihr dann eher im Foto. Der nächste Raum ist ein für die Wohnungsgröße ziemlich großzügiges Badezimmer mit ganz individueller Fliesenausstattung. Ihr seht es am Video. Ich finde das wunderschön. Es ist eine Badewanne mit Duschtrennwand. Es ist genug Platz für eine Waschmaschine, vielleicht auch noch einen Trockner. Je nachdem, wie man es gerne hätte. Dann kommen wir da jetzt bitte weiter ins erste Schlafzimmer. Richtig gehört ins erste Schlafzimmer. Wir haben nur 63 Quadratmeter, aber zwei Schlafzimmer, wo es ziemlich super ist, wie ich finde. Dieses Schlafzimmer ist südseitig ausgerichtet, hat genug Platz. Wir haben bei alle Fenster und bei den Balkontüren haben wir elektrische Rollläden in der Wohnung. Beheizt wird das Ganze über eine Wärmepumpe. Jede Wohnung in dem Haus hat eine eigene Wärmepumpe. Dann sind wir da jetzt im Wohnzimmer, Küchen, Essbereich. Es ist alles sehr hochwertig eingerichtet, sehr stilsicher. Man sieht die Fliesen, das hat man nicht jeden Tag. Muss einem natürlich gefallen, aber ich finde es super. Dann kommen wir da jetzt ins zweite Schlafzimmer. Das ist ostseitig ausgerichtet, hat auch wieder genügend Platz. Eigenen Zugang zur Terrasse. Die zeige ich euch jetzt noch abschließend. Da seht ihr vielleicht auch noch kurz, das ist eine kontrollierte Wohnraumbelüftung und das ist eine Technik, wo man mit dem Handy von der Weite die oder von der Entfernung die Temperatur regeln kann. Sehr praktisch, würde ich mal sagen. Und da kommen wir jetzt zum Highlight raus. Das ist die große Terrasse. Insbesondere am Morgen hat man da Sonne ohne Ende, wenn natürlich keine Wolken da sind. Ein Blick über Gröbming, wie man an und für sich relativ selten findet. Und wie man sieht, man hat genug Platz zum Sitzen, zum Grillen, zum Frühstücken, zum Verweilen. Ja, ich glaube, man erkennt, dass das eine richtig tolle Wohnung ist. Wenn ihr Fragen habt, meine Kontaktdaten findet ihr wie immer im Anschluss an das Video. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme und darf mich jetzt verabschieden. Pfiat euch! Grüß euch aus Schwarzenbach, ein Ort der Verdrehung. Heute zeige ich euch einmal ein geräumiges Haus mit einem großen Garten, den was man wunderschön herrichten kann. Kommt mit auf einen Rundgang mit mir. Jetzt sind wir mit dem Rundgang fertig. Wenn euch die Immobilie gefallen hat, dann ruft es mich einfach an. Enka Sonja Draxler von Remax Nature in Lierzen. Pfiat euch!